Vielen Dank, dass du meinen Kanal besuchst. Ob zum ersten Mal oder wiederholt, das macht gar nichts, im Gegenteil. Ich möchte mich natürlich trotzdem auch bei meinen treuen Followern bedanken. Nun folgt ein Ausblick auf das kommende Jahr 2020. Also was werde ich auf meinem Kanal präsentieren? Zuerst im April 2020 werde ich mich wahrscheinlich an einen der meist erwarteten Titel heranwagen. Cyberpunk 2077. Auch wenn ich zugeben muss, Cyberpunk-Settings nicht so ganz mein Fall sind, aber der ausschlaggebende Grund ist dann doch wahrscheinlich die deutsche Vertonung. Und es wird natürlich auch ein AAA-Titel, wie er im Buche steht, wahrscheinlich eher ein 4A-Titel. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall sollte ich schon mal 100 GB mindestens reservieren auf der SSD für Cyberpunk 2077. Ebenfalls für 2020 ist geplant Baldur's Gate 3, obwohl der Release-Termin noch gar nicht feststeht, aber 2020 ist wohl fest eingeplant, denke ich mal, als Release. Und ja, da lasse ich mich natürlich auch überraschen. Die Messlatte liegt hoch, denn es sind sicherlich viele Erwartungen an das Spiel geknüpft. Vor allen Dingen wegen des legendären Vorgängers Baldur's Gate 2, eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Und gemacht wird das Ganze von Larian Studios, die mit der Divinity-Serie schon ordentlich bewiesen haben, dass sie es können. Dann wird es natürlich einen 4X-Strategie-Leckerbissen geben, Humankind von Amplitude Studios, den Machern von Endless Space 2. Und mit Humankind werden sie eventuell, wahrscheinlich, wer weiß, Sid Meier's Civ 6 das Fürchten lernen. Ich hoffe es zumindest. Und in das Spiel werde ich natürlich mehr Zeit investieren, wahrscheinlich über Jahre lang. Die ein oder andere Überraschung werde ich dann natürlich noch spontan hinzufügen. So, das soll es gewesen sein, der Ausblick für 2020, beziehungsweise wenn das Jahr angebrochen ist, das Line-Up für 2020. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ciao, der Argonaut.